Und herzlich willkommen zum diesmonatlichen Let's Show von Wendsland. Das ist der September 2016. Mit dabei ist hier aus Hohenstein Live-Übertragung der liebe Enrico. Da ist er. Hallihallo. Grüß dich. Ja, guten Tag. Schön, dass du mal wieder vorbeiguckst. Ja, war lange nicht hier. Hat sich viel getan. Oh ja. Gut, ja, dann würde ich sagen, nicht lange schnacken, anfangen. Genau. Ja, also bei mir ist diesen Monat zum einen jetzt zu guter Letzt hier der Bahnhof entstanden. Genau. Also ist am Entstehen. Besser gesagt, das soll, sag ich mal, so der Hauptbahnhof werden. Des Wendslandes, wohlgemerkt. Genau. ja, genau, hier drinnen sollen dann insgesamt 2 Gleise entstehen und ja, so. Okay. An beiden Seiten dann noch Toiletten und Geschäfte, was man halt so in einem Bahnhof immer hat. Und 2 Gleise? Ja, 2 Gleise. Genau. Ist er kleiner wie in Nordwehen? Ja, das eine Gleis soll dann nach Bergstetten, in Richtung Bergstetten gehen. Ja, das können wir mal kurz auf der Map angucken. Genau, und das andere, das soll dann in Richtung Mooseck bzw. hier nach Nordwehen gehen. Mein Scrollrad ist immer ein bisschen näher. Los, genau, so, ja, so kann man es machen. Hier ist Hohenstein, Mooseck liegt in die Richtung, da ist Mooseck und wieder zurück nach Hohenstein und dann müssen wir hier so ein bisschen südöstlich und dann, hier ist Bergstetten. Genau, also das sollen jetzt so... Jetzt sehe ich einmal, wie der Weg hier lang gegangen ist, so, ja, hier hoch, ja, schaut gut aus. Ist noch im Plan. Ja, und das wären sehr, sag ich mal, anstrengende Arbeiten hier gerade ums Bergbiom. Vor allem auch die anstrengenden Dacharbeiten. Ja, da geht viel Stein drauf. Das wird auch noch so eine Sache, aber gut, ich sag mal so, hauptmäßig ist das Dach eigentlich schon grundlegend gezeigt. Also oben kommt Dach hin und hier an der Seite und hier im zweiten Geschoss, sag ich mal, da kommt ja ein kleines Café hin. Da hat man dann eine schöne. Genau. Aussicht später auf die Stadt. Ja. Gibt es genau. Da auch noch so Einkaufsmöglichkeiten, also so kleine wie so. Ja, das meinte ich ja eben. So Boutiquen. So. Ja. Genau. Ah. Kleine Geschäfte, Buchladen. Super. Was es so nicht immer alles gibt, ne? ja, genau. Dann ist hier die. Wurde angefangen, die Stadtmauer. Genau. Zu errichten, beziehungsweise das Stadttor. Das ist jetzt fertig, das Nordtor. Und ja, es wird aber gerade Nacht. Ich würde sagen, wir legen uns mal kurz ins Bett, wenn möglich. Ja, noch ist es nicht so dunkel. Jetzt. Enrico liegt schon. Na klar. Super. So. Genau, also hier ist die Stadtmauer jetzt entstanden. Und ja, genau, da geht man dann hier... Wo bist du? Na, Foto machen. Ach, Foto machen. Okay, gut, dann warte ich kurz. Super. Sehe dich gar nicht. Bist du schon durchgegangen durchs Tor? Nee, hier bin ich. Ah, hier. Genau, und hier geht man dann so durch. Ich würde sagen, wir fangen dann hier einmal... Herzlich willkommen in Hohenstein. Genau, herzlich willkommen in Hohenstein. Und dann, ja, sind hier links und rechts die Gänge. Ja. Und ja, das ist eigentlich, sag ich mal, relativ unspektakulär, was aber ganz interessant, sag ich mal, vielleicht sein könnte. Das ist zwar noch nicht ganz fertig, aber trotzdem können wir ja mal hochgehen. Der Turm. Ja, wenn sie einmal die Leiter hier mit nach oben klettern. So. Natürlich, Herr Bürgermeister. So. So. So alt bin ich noch nicht. Ja, und hier oben hat man dann einen wunderschönen Überblick über die Stadt zum einen und zum anderen halt auch einen guten Blick, wenn beispielsweise jetzt aus Osten irgendwelche Creeper oder so kommen. Ja, oder wenn sich hier Banausen im Wasser verstecken. Genau, das auch. Ja. Und man kann immer den anderen Turmwächter frühs grüßen. Genau. Wenn die Schicht beginnt. Aber da können wir leider aktuell noch nicht rauf, weil ich da die Leiter noch nicht platziert habe. Da müssen wir uns jetzt umständlich mit Erde raufstecken, das muss ja nicht sein. Ja, die Erde hätte ich dabei, das wäre nicht das Problem.
Ja, aber. Aber es ist unumständlich, da hast du schon recht. Genau, ich muss ja jetzt nicht unbedingt. So, dann, Ja, wenn. Turm sieht auch nicht anders aus. Man kann hier mal durch Genau. den Schlitz gucken. So. So, ja, dann haben wir hier vorne, haben wir zwei Banner. Da hast du dich ja, glaube ich, letztens schon in einer Folge gewundert, was Ja. das andere Banner ist. Und zwar ist das das internationale Banner von Hohenstein. Das heißt, wenn ich jetzt Okay. beispielsweise ins Dreiemenland reise, dann bin ich dort mit diesem Banner vertreten. Ah. So, sagen, ist das das offizielle Banner von Hohenstein? Und Und das 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 ist Regionale, sage das ich mal. Regionale. Das Genau. offizielle, ich meine das Globale. So, das ist das Genau. Globale und auf der rechten Seite das Regionale. Ah, Genau. gut zu wissen. So soll es sein. Und ja, dann ist hier vorne der Neumarkt entstanden. Genau, wie ich finde, ein sehr schöner Markt. Ja, Farbenspiel das ist stimmt. super und die Blumen in der Mitte und außen, die harmonieren auch sehr schön damit. Vor allem das Kuppeldach, da hast du dir wirklich sehr viel Mühe gegeben, schaut wunderbar aus. Jo, dankeschön. Ja, hier sollen dann die ganzen Marktstände von den verschiedenen Städten entstehen. Da möchte ich dich auch noch mal ganz gerne zu aufrufen, hier dann deinen Marktstand zu errichten. Natürlich doch. Ja, aber bitte so mittig, also wenn fast, also Fastgard hier hat hier schon seinen Stand errichtet, Ja, das wollte dass ich das dich schon nämlich auch so noch mal mittig ist, fragen. dass man da dann durchgehen kann und so, ne? Ja, Die genau, also hier. Marktstände, das wollte ich dich schon mal fragen. Hier daneben passt da keiner mehr. Und Genau. hier daneben passt da gerade so einer. Nee, das soll dann hier kommt dann der nächste hin. Okay. Oder muss das Banner ja weichen? Und dann genau und dann hier drüben wieder Also und dann da vorne sind ja nochmal. die. Ach, hier vorne auch nochmal. Hier Genau, also so. insgesamt ja, vier Stände, das passt gerade so hin, sag Da ich mal. passt gerade so hin, genau. Genau. Ja, das ist zumindest der Plan. Eine Treppe, ja, das passt hier. Wenn man so hier ringsrum gehen kann, das schaut Genau. schon gut aus. Hier wird dann Jo, noch mit Kies aufgefüllt. Ja. genau, ja, hier ist noch Tutti Baustelle, der Weg und so, das ist noch nicht so ganz vollendet, sag ich mal. frodi. Ja, alles mit der Zeit. Genau. Ne? Dann ist hier vorne das offizielle Rathaus von Hohenstein entstanden. Endlich muss man ja dazu anmerken. Hier ist die Schon lange in Planung Kuhweide. gewesen. Muss ich auch mal kurz einwerfen. Die wurde ja auch zurückgesetzt mit dem Versionswechsel. Stimmt, ja, musste ich nochmal neu bauen, aber ich habe das jetzt mal ausgelassen, weil ich dachte, das ist jetzt nicht so. Ja, so ein Zwischending. Genau. Bevor wir jetzt in das Hohe Haus gehen. Genau, du kannst Schöne ja mal Uhren da nach oben. oben, Der genau, wollte ich gerade Uhrenturm. sagen, ranzoomen. Ich habe da oben Uhren platziert. Das heißt, wenn man Optifine installiert hat, kann man da oben kann man da oben ranzoomen und sehen, wie spät es ist. Bei der 1 Uhr, da geht es immer Viertel nach. Nee, oder 10 nach. 10 nach, ja. In Hohenstein gibt es ja verschiedene Zeitansichten, deswegen. Genau. Unten ja, rechts ist genau. dann die Zeit von Bergstedt. Kann man so ungefähr Genau. sagen. So ungefähr, genau. Andere Zeitzone. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal rein. Offizielles Rathaus von Hohenstein. Gibt es ein inoffizielles? Weiß ich Oh, nicht, guten ich habe das Tag. nicht mitbekommen. Hier ist Ja, der hier ist der Bürgerrat. Bürgerrat, Oh ja, will auch gerade dazu auch noch jemand. Wünschetelefon genannt. Ja, Der hat hier der. wahrscheinlich gerade was abgegeben. Genau. Guten Tag. Hier finden dann natürlich auch alle 4 Jahre dann die Wahlen statt und da gibt dann hier auch jeder seine Stimme ab. Also das geschieht dann auch hier mit in dem Raum. Ja, und hier können die Bürger einfach ihre Wünsche und Kritik und so Er hat seine einfach mal da Armbanduhr lassen. verloren. Was? Er hat seine Armbanduhr verloren. Oh. Naja, gut. Ja, und dann kannst du mal hier hinten in den Mitarbeiterbereich kommen. Hier hinten ist dann eine ja, Durchgangstür, da kommt man dann rüber ins Ein Ortsarchiv. Hexenwacht-Fan ist er. Genau, ein Zollan-Fan. Und ja, Ah, dann kann eine man dann kleine hier Bibliothek. endlich ja, Cool. hinten rüber durchgehen. Ja, damit man nicht immer vorne durchläuft, wo dann die ja, ganzen Leute stehen. Ortsarchiv. Cool. Ja, genau. Der Sitzungssaal und das Büro des Bürgermeisters. Genau, ich würde sagen, dreh dich bitte mal um. Wir fangen hier an. In
Sitzungssaal, denn hier werden Guten Tag. In Zukunft dann auch eventuell die Serverbesprechungen stattfinden, die wir ja so, sag ich mal, alle 2 Monate haben. Hust. ja. Genau, die werden dann hier stattfinden und ansonsten werden hier alle wichtigen Dinge besprochen. Da kann ich hier das Banner von mir noch mit aufhängen, weil so viele sind. Genau, da kannst du das dann auch noch mit aufhängen. Genau. Ja, dann können wir rübergehen. Du hast auch wahrscheinlich schon an der anderen, auf der anderen Seite hier gesehen, dass da irgendwas flammt. Ja, Durchgangstür ist. Ah. Ja, und hier ist dann mein Heiligtum, mein eigenes Büro. Und hier brennt was. Hier hat jemand deine Lederklamotte angezündet. Und ja, hier hinten habe ich natürlich dann auch schaut lustig meine aus. Endertruhe mit meinem ganzen Zeug drinne. Mit dem lustig klingenden Geräusch hat der Zero in den letzten Folgen auch etwas dazu geäußert. Genau, da kann ich mich auch noch gut dran erinnern. Aber ich finde den Sound richtig lustig irgendwie. Ich finde den auch schön, ja. Oh, das ist schön hier. Und hier vorne stehe ich dann und halte dann so meine Reden. Also ihr könnt euch dann das so vorstellen, dass hier unten dann ja die Bürger so um das Rathaus vorne versammelt stehen und dann bauen wir kurz einen Zaun ab und setzt den dann wieder hin. Ich guck mir das mal von unten an. Okay, mach das. So, hast du keine Axt dabei? Ach so, gut. Doch. Ich wollte das jetzt nicht einsammeln, weil ich bin ja dann unten. Genau. So. Ja. Mache ich auch mal kurz. Vielleicht kannst du mir das Foto ja nachher senden. Das können wir vielleicht nachher machen. Upsala. So. Ja. Einmal so. Und einmal so. Super. Super, okay. Gut. Gibt es da noch ein Dachgeschoss? Weil ganz oben ist einfach nur Boden. Ganz oben ist nur leerer Boden. Da ist jetzt nichts irgendwie untergebracht. Gibt es keine Leiter nach oben. Nö, da oben ist auch nichts. Also hab mich jetzt schon gewundert. So eine hohe Decke war da aber nicht drin. Außer Moos und Erde und Dreck und irgendwelche Fledermäuse, die. Staub. Fledermäuse, die da oben vielleicht eventuell hausen könnten. Ist da jetzt nichts so Besonderes, sag ich mal, drinne. Genau. Genau, das ist das offizielle Rathaus von Hohenstein. Dann hier drüben ist jetzt das Postamt entstanden. Ich kann es erstmal drum umgehen, wie du das ja immer so machst. Ja, eigentlich mache ich das immer, habe ich bei den letzten auch nicht gemacht. Doch, beim letzten Mal hast du das auch gemacht. Ich meine heute bei den letzten Bauwerken hier. Auf der Perspektive schaut das schön aus. So. Mit der Sonneneinstrahlung, das finde ich schön. Gerade bei Shader sieht das faszinierend immer wieder aus. Ja, bei Shader sieht das super aus. Da gibt es noch hier eine Abkürzung. Genau, hier geht die Straße einfach dann nur unten runter durch, aber damit hier keine Monster oder so reinkommen. Bei Starkregen ist das natürlich gesperrt hier. Von Hohenstein, sag ich mal. für die VIPs. Und es wird langsam wieder Nacht. Genau, wir können ja trotzdem noch schnell zurück hier gehen. Ach so, okay. Denn ich will ja gleich das Postamt vorstellen. Dann sollten wir schon, denke ich mal, auf der richtigen Seite bleiben. Stimmt. Bei Starkregen ist das ja geschlossen, oder? Die Schleuse. Bei Starkregen, ja, klar. Hast du dein Bett? Ich hab mein Bett, ja. Gut. So, also hier ist das offizielle Postamt von Hohenstein. Jetzt wirst du wahrscheinlich erstmal gucken, was Delfino, Baceron, die sind doch hier alle gar nicht auf dem Server. Und zwar ist das so. Hier kommt halt, sag ich mal, die Post. Wenn jetzt Baceron beispielsweise keine Post aus Hunsgrab einen Brief nach Nordwien verschickt. Ein globaler Briefkasten. Genau, dann kommt der hier rein. Und wird dann, sag ich mal, wenn er wieder mal zu Besuch ist, dann wird er mit dem Packesel Richtung Nordwien geschickt oder mit der Bahn später dann auch. Genau. Genau, so ist quasi das grundlegende System. Und falls ihr Briefe habt, die zum Beispiel nach Hunsgrab oder so verschickt werden sollen, dann könnt ihr die hier reinlegen. Ah, cool. Genau. Und hier guckt ein Hund in die Blume. Pascal.
Ah, das ist der Pascal. Genau. So, dann können wir ja mal nach oben gehen. Wunderbar. Wunderbar, ne? Diese Ja, dann haben Ausbuchtung wir. hier unten vor allen Dingen, das Ja. passt perfekt zu diesem Treppenwechsel. Hat man schön viel Platz zum Ausholen in die andere Richtung. Ja, das stimmt. Ich habe die Treppe eigentlich, sag ich mal, relativ spontan gebaut. Das war jetzt nicht irgendwie extra gedacht, dass die da hinten reinkommt, aber nun gut. Manche Ideen kommen eben spontan. So. Ratsraum, Sitzungssaal. Genau, das ist der Sitzungssaal. Hier sitzen einmal wöchentlich alle wichtigen Personen und Leute von der Post zusammen und ja, werden wichtige Dinge besprochen. Und ja, hier hinten ist noch eine kleine Pinnwand. Ja, stehen so einige Dinge drauf. Ja, die nächste Besprechung wurde noch nicht aktualisiert anscheinend. Muss ich dann mal Türsitzungssaal hoffen. reparieren lassen. Ah ja, irgendwas haben die halt hier stehen. Die haben halt auch Ja, Öl stehen. stimmt, das knarzt irgendwie so komisch. Da müssen wir wieder Genau. geölt werden. Genau. Da Ja, und hier drüben ist drüben das ist das Archiv. Archiv. Hier werden wichtige Zeitungsartikel und ja, wichtige Briefe aufgehoben. Und ja, genau. Also das Archiv, sag ich mal, ist relativ uninteressant. Eventuell. So, ja. Ah, alles klar. So, und hier oben geht es dann noch zum Dachboden. Wir können ja mal kurz raufgehen. Upsala. So. Ja, Hab genau. mir Also die hier ist ja kurz. Türe vor der Nase zugeschlagen. Genau. Ja, und hier oben ist dann der Heuboden. Hier wird Heu aufgehoben. Für Notzeiten. Da kann man schön auf den Markt gucken. Schöne Aussicht. Schön verwinkelt, schön, schön. Ja, genau, das ist der Was Dachboden. ist hier drunter? Was, wo Ach drunter? so, da ist der Gang. Genau, da ist der Gang. So, aber wie gesagt, das Heu ist nur für Notzeiten, also wenn mal irgendwie Hungersnot ausbricht, haben wir da einiges an Weizen noch. Ja, genau, so viel zum offiziellen Postamt und ja, dann kommen wir, würde ich sagen, zum letzten Gebäude, sag ich mal. Und zwar ist das hier die Schenke. Jetzt werden vielleicht einige sagen, was, die Schenke, die steht doch schon viel länger. Ja, aber die Herberge darüber, die ist erst vor kurzem eingerichtet worden. Und ja, dann würde ich sagen, herzlich willkommen in der Herberge Eulenruh. Ja, auf der Suche nach einer Übernachtung, denn kam zu uns, denn hier ist es Ski. ja. Gut. Genau. Ja, dann würde ich sagen, rein in die gute Stube. Hier vorne ist der Eingangsbereich. Da haben wir hier gleich einmal die Rezeption. Ja, bitte klingeln oder klopfen. Wie auch immer. So mit der Faust auf dem Tisch so. Bam, Genau. bam, bam. Bam, bam. Ja, genau. Und hier ist dann hinten der kleine Bereich, wo dann ja die Rezeption steht. Ja. Die sitzt ja hinten und schläft so. Und dann kommt ja so ein Mann und tut ja so auf den Tisch klopfen und ja, ich komme gleich. ja, dann haben wir Sehr hier gut. hinten dann die Küche. Zutritt nur für Berechtigte. Du bist jetzt mal ausnahmsweise berechtigt. ja, hier wird dann das Essen, die Speisen Der ist schon vor zubereitet. Angst auf den Tisch gesprungen gerade. Zu viele Leute. Ja, genau, hier mit ein paar Regalen, Ständern, wo Wasserflaschen dran befestigt sind. Und ja, kleine, einfache Küche. Hier Aber ein ausreichend. Krug. Genau. So. Ja, und hier drüben haben wir dann den Essenssaal. Ja, hier speisen dann die ganzen Gäste. Hab Ja, extra ein paar der mehr wartet schon auf Tische sein geholt. Essen. Was nimmt er denn Schönes? Aha. Aha. Kartoffelsuppe. Okay.
So, und hier hoch geht's dann zu den Zimmern, also zu den Apartments, obwohl Apartments vielleicht ein bisschen zu viel des Guten wäre, sag ich mal. Der Unterschied zwischen den Hotelzimmern und Hotel-Apartments ist doch eigentlich, dass ein Zimmer gemietet wird und also für eine temporäre Zeit. Genau. Und ein Apartment ist ja wie ein Zweitwohnsitz, oder? Genau, so unter dem Motto, ja. Genau. Wenn ich es richtig verstanden habe. Ja, ich glaube, so war es. Ich glaube, wir können ja mal hier in ein Zimmer reingehen, ins Zimmer 001. Und ja, hier ist ein kleiner Kleiderschrank, kleines Bett. Ja. Sogar mit Rüstungsständer, ja. Genau, kann man seine Rüstung. Dann kann man gut Verstecken spielen. Und ja, genau, einfach eingerichtet, aber ich denke ausreichend. Ja, mit so einer schönen Bettkante, dass man nicht rausfällt. Genau. Find ich cool. Gerade in der 1.9 und 1.10 jetzt rutscht man ja gerne mal vom Bett runter. Genau. Und ja, na, wir können ja mal noch in das größte Zimmer der drei Zimmer gehen. Das ist das Zimmer 2, das ist, sag ich mal, noch mit das größte. Noch ein bisschen mehr Bewegungsfreiheit, sag ich mal. Aber ich möchte nicht wissen, was die zwei Herren hier gerade treiben. Die Herren, weil wir sind zwei Frauen. Ja, das eine das andere, ne? Ganz erkennbar, ne? Ja. Ja, genau, das ist eigentlich soweit auch die Herberge und. Ja. Jetzt kommt bei mir eine Frau rein, die haben bestimmt jemanden bestellt. Na, schnell weg hier. Okay. Ja. Dann war es das eigentlich soweit, weil mehr hat sich jetzt. Ach, stopp, halt, da war noch was. Halt, stopp. Ich habe hier den Wald hier hinten, habe ich ein bisschen erweitert, den Mischwald. Mit weiteren Bäumen. Und mal hier einen Weg, sag ich mal, angelegt, so halbwegs. Und ja, so wachsen jetzt hier auch Tropenbäume. Oh, cool. Einfache, sodass ich da nicht jedes Mal weit reisen muss, sondern das hier auch gleich vor der Haustür, sag ich mal, habe. Eine große Eiche? Oh, das sieht ja Premium aus hier. Richtig ja. Dicht. Ja. Vor allem, du hast doch noch das Netherportal umgebaut, oder? Genau, das Netherportal habe ich noch. Fällt mir gerade so ein. Da wäre ich gleich hingekommen. Zu. Und zwar gehen wir hier einfach mal schräg rüber. Und dann ist hier kaum zu sehen, sage ich mal. Das habe ich ja wirklich nicht gesehen von der anderen Seite. Ein versteckter Eingang. Muss da mal den Knopf betätigen. Tja, jetzt ist er nicht mehr versteckt. Oh, falsche Seite. Naja, gut. Zeron hat ja sein Geheimlager auch. Ja, das geheime Geheim. Genau. Lager. Das ist ja eigentlich auch, kennt das ja fast jeder. Wie heißt das gleich nochmal? Die geheimnisvolle Geheimnishöhle, ne? Genau. Und ja, hier unten ist jetzt das Netherportal. Der eine oder andere wird sich sicherlich noch dran erinnern können. Ich hatte mal im Ort ein kleines Häuschen aus Netherstein. Ja, das Ganze habe ich jetzt hier unter die Erde gelegt. Ist bei dir der oberst link und rechte auch heller? Netherblock oder was? Im Portal, genau da, der. Da hinten die Wand, ja. Ja, die Quarze. Da ist bei mir auch. Oh, das ist mysteriös. Ja, genau, und da geht man dann durch und ab in die andere Dimension, sag ich genau. Mal. Ach, das ist aber der Portalblock. Genau. Ja, und dann kann man da durchgehen, wenn man möchte, und dann schwuppdiwupp befindet man sich im Meta. Und hier lagert so dann mein ganzes Zeug. Machen schaffen. Genau. Ah, hier könntest du auch eine Eisentür hinbauen, oder? Ja, da, wie gesagt, ganz fertig ist das Ganze leider noch nicht. Muss noch hier auch die Wände, möchte ich noch ein bisschen, ja, der Knopf fehlt. Nein, Knopf ist hier unten an der Seite. Ah, versteckt, alles versteckt hier. Ja, klar. Wenn irgendwelche Diebe reinkommen, sollen sie auch nicht so einfach wieder kommen. Es ist Nacht, kann das sein? Ja, das ist durchaus möglich. Oh ja. Ja, ich kann schlafen. Super. Auf jeden Fall wieder schöne Kunstwerke entstanden. Ja, genau. Das ist eigentlich so das, was bei mir in den letzten Wochen entstanden ist. Und ich muss doch sagen, das ist unerwartet einiges. Ja. Hätte ich auch nicht gedacht. Naja, gut.
manchmal kommt es eben unverhofft. Unverhofft kommt oft. Ja, genau, dann würde ich sagen, sind wir eigentlich von meiner Seite aus soweit durch? Sind noch irgendwelche Fragen oder so offen? Eigentlich nicht. Fragen habe ich nicht. Reimt sich sogar. Was ich schreibe, ist gut. Genau. Jetzt muss ich mal ganz kurz einen Screenshot machen. Bäm. Ich sah gerade schön aus mit der Sonne. Nach einem seichten Cut sehen wir uns dann in Moosegg oder in Niederbach, je nachdem. Ja, dann wünsche ich dir eine gute Reise. Dankeschön, die werde ich haben. Und dann mache ich mich jetzt auf und wünsche dir noch einen schönen Tag. Tschüss. Tschüss. Hallöchen, wir sind hier nach diesem smoothen Cut bei der Annie und zwar stirn mir in die Augen. Jetzt nicht mehr. Guten Tag. Guten Tag. Ja, hier hat sich ja auch einiges verändert in den letzten Monaten. Letzten Monat gab es ja nur einen kleinen Überflug. Heute stellt die Annie höchstpersönlich ihre Machenschaften vor. Ich bin sehr gespannt. Gott. Ja, okay. Wo fangen wir denn an? Oh, das überlasse ich dir. Mir. Ja. Soll ich das ganze Dorf präsentieren oder? Präsentieren? Ja, können wir gern tun. Präsentieren? Gut. Einen Moment. Gegessen wird später. So, dann fangen wir mal am besten beim großen Eingangstor an. Würde ich sagen, oder? Ja. Können wir uns schon mal unsere Betten zügeln? Habe ich eins? Nee, ich habe gar keins. Haha. Ich weiß nicht, wo mein Bett abgeblieben ist. Gehen wir am besten erstmal hier in. In die Herberge. In die Herberge zum bunten Ross heißt diese. Der bunten Pferde, ne? Mhm. Ich liege. Jetzt hat er sich doch neben mich gelegt. Mit dem Bett in der Hand fallen. Ja, wenn wir schon mal hier sind, dann fangen wir doch in der Herberge an, ne? Ja. Genau, also das hier ist die Herberge zum bunten Ross. War das so? Ja, ja, korrekt. Ja, und ja, hier haben wir die Rezeption, ne? Rezeption, ne. Genau. Also hier, ne, zur Information, Doppelzimmer 10 waren und Herr Elsius, ne? Ja. Einzelzimmer 5 waren. So, ich, hier haben wir die ich bezahle auf Nachname. Du bist mich ganz aus dem Konzept hier. Ja, ja, hier haben wir die kleine Teeküche. Wenn die Teeküche? Ja, Teeküche oder hier Küche, ne? Für, wird Tee produziert. Wenn man Frühstücken machen will, hier Hasso passt immer gut auf hier drin. Aha. Also keiner entfleucht. So, hier haben wir das erste Doppelzimmer mit Wandschrank, ne? Ein leichtes Déjà-vu. Wieso Déjà-vu? Ja. War ich irgendwie schon mal. Ja, wer hier ein bisschen Aussicht genießen will, der geht hier rein. Der kann dann auch gleich gucken, wer alles rein und raus geht. Ne? Genau, kann schon mal hier die Haare zählen. Genau. So, hier ist der Balkonien. Hier, bitteschön. Balkonien. Dankeschön. Mit der wunderschönen Aussicht hier vom halben Dorf. Ja. Das Boot ist schön versteckt. Finde ich lustig.
Wer ist versteckt? Das Boot. Das Boot. Achso, ja, man sieht noch ein bisschen die Segel, ne? Und die Ruine fällt überhaupt nicht auf. Die Ruine? Nee. Achso, Ruine. Die Ruine. Ja. So, hier haben wir das nächste Doppelzimmer. Kleinen Dachgeschoss hier. Schön. Das habe ich letztens gesehen bei in Hohenstein. Man kann jetzt diese Falltüren, ne? Die ja. Mit dem Fensterlook auch hier vorne ranstellen, sodass das hier eine Kante ergibt. Also so etwas höher. Schaut richtig genial aus. Ah ja. Kleinen Tipp. Mhm. Hier haben wir die kleinen Einzelzimmer. Zwei kleine Einzelzimmer. Naja, klein und fein. Wer hat nicht reingepasst hier? Das ist ein bisschen größer. Jo. Aber minimal, ne? Ein Block, glaube ich. So, dann gehen wir mal wieder runter. So, hast du, passt auf. Tschüss, also. Aber auch wenn man von oben runter gucken kann, kann man von unten hoch gucken. Vielleicht auch immer ganz lustig. Ne? Ja, genau. Kann man da Dosen gucken. Ja, hier sind die Hühner. Finde ich auch lustig. Die Hühner haben hier Freilauf. Die können auch da drinnen sein. Da drinnen seht ihr. Ja. Und die laufen da auch regelmäßig rein und raus. Finde ich lustig. Genau. So ein Guten Tag. Aus Freilandhaltung eben, ne? Ja. Freilandhaltung. Güteklasse A. Hier rein. Oh Gott. Dankeschön. So, dann gehen wir mal in den einen Turm. Also die Türme sind genauso also Zwillingstürme, ne? Also jeder sieht genauso aus. Auch eine Wendeltreppe. Genau. Ja, fertig sind sie noch nicht. Autsch. Wo willst du denn lang? Na, ich bin ja so im Kreis gelaufen. Und bin so im Kreis gelaufen. Und bin im Kreis gelaufen. Und es geht nicht weiter nach oben. Ja. Na? Ach, hier geht's lang. Wir sind noch nicht ganz fertig. Aber wenn ich noch am Dach machen. Ja, schaut schick aus. Bist du auch im Kreis gelaufen? Nee, ich bin runtergefallen. Huch. So. Ja. Das Dach ist in Arbeit. Sind viele Dächer am Arbeit, wenn man jetzt immer einen Rundumblick macht. Ja. Aber momentan drüben das Dach ist schon fertig. Hier die Schmiede. So soll es mal später aussehen. Ja, genau. Ist nicht ganz einfach, das Dach. Kann ich mir gut vorstellen. Irgendwann kriegt man Drehwurm da oben. So, dann gehen wir hier mal auf den Mittelgang. Na, jetzt bin ich hier schon runtergesprungen. Sehr gut. Auf die oberste Stelle, da kann man schön weit gucken hier. Bist du den großen Fichten und großen Birken? Eichen. Na, das links hinten sind Birken, oder? Ja, da ganz hinten. Das ist da hinten, wo die Bahnstrecke verläuft. Ja, der ist ja künstlich angelegt, der Wald? Hier vorne? Ja, das ist alles Baumaterial hier, größtenteils. Okay. So, das habe ich ja nicht bei mir. Ich habe ja ringsum Berge, da bin ich sehr eingeschränkt. Dafür habe ich mehr. Das ist ja der eine Vorteil. Oh, das schaut schon ein fertig. Upsala. Bist du im Kreis gelaufen? Ich bin wieder runter. Ja, im Kreislauf. Kreislauf. Genau. Ja, und kann man ja rausgucken. Alle Richtungen. Kann man dann überall rausgucken. Wunderhübsch. Runter geht's am einfachsten. Ja.
Einmal hier durch. Schalt der Dame mal die Tür auf. So. So, Hühnerhaus haben wir, die Herberge haben wir. So, das hier war, glaube ich, das erste Häuschen, was ich belegt hatte. Mein Anfangshäuschen. Bin ich auch schon ausgezogen. Hast dir was Besseres gebaut? Genau. So. Dann gehen wir mal hier ins kleine Lager. Das ist das Lager. Hier oben wird noch erweitert. Ja, ne? Oder? Ich hab Fackeln mit. Das ist sehr gut. Nicht, dass mir hier noch die Viecher spawnen. Ja, sehr schön. Merci beaucoup. So, dann gehen wir mal in den Keller hier. Den hat der Cedric eingerichtet. Stimmt, den Keller habe ich gemacht. Guck mal, hier sogar mit Fenster, meine lieben Freunde. Ja. Ein etwas moderner Keller. Genau. Erde wird gerade nicht gesammelt. Na, ich lass mal was drin. Ein Klotz Erde. Ich versteck die irgendwo im kompletten Land. Hab noch 62. Ja, dann gehen wir mal hier weiter. Hier war das große Pferdegehege. Mooseck ist ja bekannt für seine vielen Pferde. Die Esel sind alle despawned. Genau. Also im Gehege, die im Gehege standen. Mein Pferd ist auch despawned. Oh. Ach nee, da ist es doch. Let's go. Das letzte Mal, als ich abgestiegen bin, war es weg. War das ein berühmter Bug? Bug. So, da ist meine Eva Maria. Eva Maria. Die ist wohl angekommen. Genau. Mein schönes Schiff. Eva Maria, nach meiner Mutter benannt. Genau, hier oben ist das Steuer. Aussichtsturm. Da unten geht's auch. Hier ist ein kleines Lager. Kann ich ja mal kurz zeigen. Hat die Anni selbstständig gebaut. Hier ist ein Erdklumpen, den habe ich hier nicht hingesetzt. Ich auch nicht. Dann kommt er weg. Hier ist noch ein bisschen. Hier sind 64 Seile drin. Ja. Oh, schön. Habe ich ein Bett an Bord? Hier unten. Oh ja, schön. Wir können nämlich schlafen. Leg dich mal auf die andere Seite. Muss mal meinen Rollo kurz mal ein bisschen hochziehen, weil ich sehe mit der Zeit immer weniger. So. Und gut. Zur Not wären ja auch Betten drinne gewesen. Oh ja. Ich hab nämlich kein Symbol auf der Hand. Genau. Hast du dir schon mal die Ruine angeguckt? Nee, noch nicht. Na, da gehen wir mal hin. Sieht nämlich ein bisschen zerfallen aus. Wenn man hier guckt, hier ist so ein Baum. Und an diesem Baum, ja, ist das hier, ist das hochgewachsen. Hier läuft das Wasser auch rein. Ja. Das Bett steht noch.
Da ist auch noch alles drin. Hätten wir vielleicht rausnehmen müssen. Ja, nach oben kommt man nur über einen cleveren Weg, muss man sich finden. Muss man sich suchen, denn hier sind ja genug Lianen, die nach oben führen. Ah, hier zum Beispiel. So. Oh ja. Hilfe. Hup. Ah, hier geht's hoch. Ah, gut. Huch. Ich sinke. Ist ein Boot, was es leider nicht geschafft hat. Und das Segel ist auch schon zugemoost. Darum ist es ja so grün-bläulich. Mhm. So, so. Na gut. So, dann gehen wir mal weiter gucken. Mhm. Zack, zack, zack. Zack ab. Genau. So, dann gehen wir mal zur Schmiede. Ja, bin schon unterwegs. So. Ein kleiner Dorfbewohner. Das ist schön. Bei dir gibt es auch noch Nachwuchs. Wird ja immer mehr Bevölkerung, ne? Jo. Ich habe bei mir schon wieder Bevölkerungsüberschuss. So, dann mal hereinspaziert. Schmied Alf Geir. Wie sprechen? Doppel R. Alf Geir. Okay. Alf. Ein elbischer Name. Hm. Ja, hier ist die Schmiede, ne? Mit Lava und mit. Der Schmiedeofen. Zum Auskühlen. Mhm. Schmiedeofen. Fehlt nur noch der Amboss, ne? Ja, der Amboss und halt eben noch ein paar Kisten. Und dann halt eben die Waren drin gelagert werden, ne? Mhm. Hier in die Reihe, da passen eigentlich perfekt so Rüstungsstände irgendwie, oder? Ja, die wollte ich ja in die Schaufenster hier stellen. Ah, das ist natürlich auch eine gute Idee. Ne? Stimmt. Damit sie von außen auch zu sehen sind. So, und hier oben wohnt der Schmied dann. Genau, das baust du ja gerade. Noch nicht fertig, wird gerade gebaut. Ja, die Wohnräume. So. Hier ist meine. Hier ist der Keller. Ja, der Keller wird auch noch Lager. Die Lampe sieht cool aus. Das sieht gut aus? Die Lampe. Die gefällt mir. Die Lampe, wenn die da durch so durchguckt, ne? Mhm. Hat was. Ja, hier wird dann auch noch Lager. Was eben oben nicht reinpasst, kommt eben hier unten rein. Sozusagen. Ja, genau. Hier ist meine kleine Viehfarm.
Und hier nebenan ist dann auch das Futterhaus beziehungsweise das Ess- und Fresshaus. Genau. Ja, alles schön gelagert. Waren hier. Hier sind ist Getreidenachschub und halt eben was zum Zutaten, was benötigt wird. Der Kuchen schmeckt lecker. Ja? Ja. Schön. So, und hier oben wird dann noch Wohnraum für den Bäcker. Oder den Koch. Mhm. Wahrscheinlich hier Wohnzimmer. Genau. Flur. Und hinten ist dann das Schlafzimmer. Genau. So. Dann kommen wir jetzt hier zu diesem großen Gebäude. Mhm. Bin schon gespannt, ob du so ein Zuckerhut-Turm-Dach machst. Jo, da muss ich noch ein bisschen überlegen. So, als erstes tue ich erstmal dieses Schild hier so ein paar Sekunden lang anzoomen. Kannst du ja die linke Seite vorlesen. Die linke Seite. Aska Ok Alpha. Er Herr Innern Ern Mangi Erper Oroi Winr. Ja, und links, rechts ist die Übersetzung. Genau. Die Arsen und Alpen, die hier innen sind, sprechen alle arg von dir. Auf Deutsch? Genau. Ja, alle, die hier drin sind, sprechen arg von dir, beziehungsweise viel. So, also hier unten, ups. Hier kommt dann Büro. Und hier. Die beste Tür des Hauses. Na? Hier kommen Büroräume hin. Das ist eine Trennwand, oder? Nein, hier wird noch zugemacht. Komm, das ist das, das Archiv hier runter. Oder? Gala, genau, ins Archiv. Ja, und so, dann die nächste Etage. Halt, hier. Hier sitzt dann der Bürgermeister. Mhm. So ein schönes Eckbüro. Mit Eckbüro. Und schaut auf jeden Fall cool aus. Sekretärin und Küche und was weiß ich nicht alles. Speisesaal haben die ja auch immer extra. Genau. Und hier oben ist ein Wohn- und Schlafgemach. Partydachboden. Genau. Ja, und hier ist ein kleiner Wintergarten. Genau, Wintergarten, damit er hier auch seine Leutchen hier so ein bisschen beobachten kann. Damit keiner was anstellt. Ob alles seinen ruhigen Weg geht. Oben dann die Entspannungsecke wahrscheinlich. Ja. Kinderzimmer. Kinderzimmer. Wer weiß. Kinder müssen ja auch irgendwo wohnen, ne? Das Spielzimmer. Jo, vom Spiel. Sohn oder von der Tochter vom Bürgermeister, Bürgermeisterin bist du ja. Ja. Genau. Ja. Und hier kommen dann die Türmchen noch. Noch schaut man ins Blaue. Genau. Ein Turm ins Blaue. Ja, schick, schick. Wird bestimmt dann noch schicker, wenn es eingerichtet ist, ne? Jo. Bestimmt. So, es wird schon wieder dunkel. Na, ich merk's. Ich merke es. Ich wieder schlafen. Ich hab mein Bett vergessen. Wie, schon wieder? Schon wieder. Das liegt noch auf der Eva Maria. Ich eile. Das geht ja gar nicht, Cedric. Ich eile. Ist gerade die Klappe aufgelassen. Ach nee, das war nicht meine Seite. So. Enrico schreibt schon wieder. ZZ!
Ach so? Ihr sollt schlafen. Hat er geschrieben? Ja. Also ich hab Chat aus. So, wo bist du denn? So. Ich bin jetzt am Marktplatz. Ja, dann komm mal rüber hier. Aus die Schleichen. So, dann gehen wir mal zu dem zukünftigen Bahnhof. Alle Bahnen zum Bahnhof denken jetzt bestimmt die Zuschauer. Ich wollte gerade sagen, du rennst in eine Klippe runter, das sah von oben so aus. Nein. So. So, hier ist der Bahnhof. Da bin ich ja gespannt, was du jetzt erzählst. Also unten. Unter. Hier kommen Einkaufsgeschäfte hin. Also Boutiquen. Boutiquen und so weiter. Kaffee. Ne? Damit die Gäste hier genau anständig versorgt sind. So, und hier unten hast kommt ja dasselbe vor wie ich und Enrico auch. Da bin ich mal gespannt, wie wir das alle umsetzen werden. Ja, und hier kommt dann erstmal ein Gleis hin. Das nächste Gleis wird dann wahrscheinlich nach Holstein rausgehen. Ja. Nach Niederbach. Nach Niederbach. Ne, und dann nochmal eine Strecke nach Hohenstein. Also dreigleisig. Dreigleisig. Bei mir ist bis jetzt auch noch dreigleisig. Genau. Bei mir ist es bisher auch noch dreigleisig, aber ich kann noch auf 6 Gleise ausweichen. Mhm. Enrico baut zweigleisig. Einmal nach. Einmal nach dir und einmal nach Bergstetten. Genau. Eine andere Richtung hat er ja noch nicht. wenn man so sagen kann, ist Holstein am Arsch der Welt. Ist ein bisschen weit ab vom Schuss, vom Insgesamten her. Ne? Aber durch Bergstetten ist es jetzt doch eher mehr in die Mitte gerutscht, ne? Wenn man es so nimmt. Aber ich habe zum Beispiel jetzt so, ich baue ja gerade einen Weg von Nordwien nach Bergstetten direkt schräg rüber, sodass ich dann nicht mehr über Musik und Hohenstein, das sind mir zu viele Umwege. Jo. Ja. Kann mich nicht weniger Eingang besuchen. Ja, der Hintereingang. Ja, damit man auch von hier hinten reinkommen kann. Genau, und hier ist die Bahnstrecke, ja, und die geht dann hier so runter. Genau. Die wird dann noch ein bisschen angepasst. Dann können wir ja mal den Bahntunnel mit angucken, weil den hast du ja auch Mühe gegeben. Ja. Ja, das ist der Bahntunnel. Wenn du Schienen brauchst, dann kann ich dir auch gerne aushelfen. Oh ja, das wäre schön. Ich habe da massenhaft von. Genau. Und dann geht er dann da weiter. Übrigens ist der Anschluss bis auf die andere Seite des Moors ist schon fertig. Das habe ich schon gesehen. Ja. Das musst du hier mal noch ein Stück höher bauen. Hast du schon gemacht? Ne, hast noch nicht. Ja, das kommt noch weg, da unten, ne? Achso, der Koppelstein, das war nur zum... Der Koppelstone kommt noch weg. Ah, gut. Ja, das, damit ich jetzt erstmal einen Untergrund habe, habe ich das erstmal so gebaut. Ich habe gedacht, du machst Kies in der Mitte. Ja. Deswegen... Nur ich muss erstmal Kies wieder sammeln, ne? Die Brücke habe ich ja für dich schon vorbereitet. Wie ist er hin? Die Brücke... Oh ja, schön. Habe ich so ein bisschen angepasst. Nur noch hier runter und dann... Korrekt. Ja, das ist schön. Ich habe hier auch so Zäune hingemacht, dass man nur an zwei Stellen drunter durchfahren kann. Upsala. Ja. Ja, nicht schlecht. Weil hier drunter Redstone ist. Ah. Und hier fehlt Wasser. Da hat wahrscheinlich irgendjemand mal Wasser geschöpft und... An den Ecken ist das immer ein bisschen heikel.
Das tut dann meistens nicht zusammenfließen wieder. Genau, da musst du erst wieder Wasser draufschütten, dann geht's wieder. Korrekt. Ja, das war's dann erstmal. Nur von meiner Seite her. Ja, dann werden wir wahrscheinlich jetzt wieder einen smoothen Cut haben hier drin. Und nach dem smoothen Cut geht es dann weiter nach Niederberg zum lieben Fasker. Ich freue mich schon. Wenn hier dahinter jetzt das Outro kommt oder das Video zu Ende ist, dann hat der Fasker zeitlich keine Zeit gefunden. Das tut mir natürlich leid. Ich wünsche trotzdem allen Zuschauern, jetzt, wenn das Video doch hier abbricht, einen wunderschönen Tag. Jo, tschüss. Ja, tschüss. Oder bis gleich, ne? Also, wartet's ab. Genau. Ciao, ciao. So, wir sind jetzt doch nach diesem smoothen Cut von Musik hier in Niederbach. Der Fasker ist da, die Annie ist auch noch da, im Hintergrund über Telefunk. Hallo. Hallo. Ja, jetzt habt ihr endlich mal eine männliche Stimme auf meinem Kanal. Der Fasker, der tut hier ein bisschen was vorstellen aus Niederbach. Und ich höre Ja. gespannt zu. Bitteschön. So, das ist ein Dorf. Fertig. Gut, das war's dann mit der Folge. Das war das kleine Städtchen Niederbach am Wasser. Ihr habt da schöne große Kontor mit einem kleinen Lager drinne. Ja. Hier nebenbei entstehen Wohnhäuser und auch ja Häuser mit Sinn und Zweck. Genau. Das heißt, der Bäcker kriegt ein eigenes Haus, der Steinmetz mit den Steinen soll ein eigenes Haus bekommen, der Holzfäller kriegt einen eigenen Bereich. Muss vielleicht vorher sagen, was du bist. Ich bin ein Zwerg, ein kleiner, niedlicher Zwerg. Ja, Wobei ich bin niedlich. im Auftrag hier und baue das Dorf. Wir sagen jetzt nichts weiter dazu. Das sagen die Elfen. Niedlich? Wir reden später weiter. Okay. Nein, also, wie gesagt, ich bin im Auftrag hier und baue das Dorf Niederbach auf. Jedes Haus hat einen Sinn und Zweck zu erfüllen. Das heißt, sämtliche Kategorien, die es hier gibt, wird es auch vertreten sein für die Dorfbewohner, die hier leben. Stadt, Land, Fluss. Als kleiner Zwischenort für die Reisenden, die hier durchkommen. Eine Ja. Herberge wird auch noch herkommen. Super. Ja. Die Stelle 2. Na gut, dann gehen wir wahrscheinlich erstmal ins linke Haus rein. Ja, sie sind aber noch nicht alle möbliert. Die sind erstmal nur von außen bebaut. Aber wir können kurz mal die Tafel hier angucken. Das sind so alles die Häuser und alles, was gebaut wird, wo auch die Dorfbewohner schon mit Namen sich hier verewigt haben, die hier nachher wohnen werden. Brandal Schluckspecht. Ja. Schmiede bezieht der Zonne Schmetterschlag. Das Steinmetz ist der Heglin Steinfinger. deiner Bauhof mit Omli V-Pelz. Metzgerei betreibt der die Bombur Futterhand. Futterhand. Farmer ist der Tomli Grashalm. Genau. Dann der Magier Lord Ionan. Und die Gärtnerei von Flora Rosenstolz. Oh ja, die singt auch immer so gern, ne? Ja, ich glaube auch. Deswegen auch Gärtnerei, weil Blumen sprechen und reden und singen. Das Stimmt. mögen die ja. Kürbisse schreien. Ja, was meinst du, warum die Kürbisse schon so komisch aussehen und komisch gucken? Genau. So, das erste Häuschen. Wie gesagt, möbliert sind sie noch nicht. Sie wurden von mir erstmal nur aufgebaut. Ihr kennt doch alle das Möbelhaus Aeki, ne? Nur ohne Insatz. Genau, nur andersrum. Kleine schmale Treppengeländer an den Seiten. Ja, da, Hier ist das dazu Dach. spart man sich den Platz auf für eine große Möblierung, ne? Genau. Scheiben sind schon drin. Sehr gut. Die Sicht nach draußen auf den Bach, die Genau. Nieder.
Das ist die Nieder. Und die führt bis ans Wendländische Meer ran. Schließen, das zieht. Für Information für alle Zuschauer, wir sind gerade hier. Hier ist in Niederbach und hier ist die Annie. Und der Nieder, der geht hier lang. Genau. So, hier hat er. Hier ist das Hühnerhäuschen. Gackern hört er schon. Oh ja. Bitte nicht öffnen. Wird laut. Ist so ein kleines Häuschen. Hier unten sind keine Fackeln, werden mir gerade ein. In dem Haus habe ich noch gar keine, ist mir aufgefallen. Ja. Ich helfe da mal ein bisschen nach. Aber die Kohle war mir etwas rar. Ansonsten doch auf einer Art auch etwas gemütlich, die Hütte hier. Groß, geräumig. Oh ja. Aber klein. Das gefällt mir. Vor allen Dingen die dunklen mit den hellen. Ja, also Kontrastsetzung, ja. Schwarzeichenholzstamm mit Birkenholzbretter. Das ist ein guter Kontrast, finde ich. Das Hühnergehege von außen. Da kann man schön die Hühner hier gegen die Hauswand werfen. Ah ne, geht nicht. Jetzt hast du ihn draußen rumlaufen. Naja, das wird auch noch bleiben. So, da haben wir noch ein Häuschen. Und jetzt habe ich keine Weiß. Fackeln mehr. Ach nix. Hier ist ja keiner besucht. Hier ist die dunkle Speisekammer. Genau. Muss auch ja, schön kühl sein. Als nächstes kommt noch die Taverne. So, hier ist das sogenannte Kontor, das ist das Haupthaus. Es wird Nacht. Dunkel. Ich liege schon. Ich auch. Ich werde beobachtet. Und Foto. Da macht jemand komische Geräusche. Ja, ich kaue im Schlaf. Hier ist das kleine Schlafräumchen. Hier steht ein Bett, Cedric. Hier sind Pilzkühe. Ja. Die habe ich mit dem Booten über das komplette Wendländische Meer durch einige Meeresengen und durch den Fluss Nieder hier zum Fassgard gebracht. Genau, diese Kühe sind. Hier steht das Zwerge. Bett, okay. Ja, diese Kühe sind für uns wichtig. Guck mal, ich bin ja drüben reingegangen. Eine andere Seite drüben reingegangen. Kommst du nach oben, genau. Genau, da ist das Lager. Das Lager drinne und oben kommt dann noch so ein kleines Wohnbereich. Wenn man hier weiter hoch geht. Ein kleines Wohnbereich, Junge. Hier hast du einmal normal und dann kannst du hier mit einer kleinen indirekten Terrasse zur nächsten Seite rüber. Die Doppelterrasse, wer kennt sie nicht? Das ist nämlich eine schöne Terrasse. Mhm. Und hier geht's auch schon wieder hoch. Hier kann man auf Eindringlinge gucken. Ja, oder große Schiffe mit Lieferung. Genau. Hier habe ich schon wieder keine Fackeln drin. Naja. Also die Zwerge mögen es dunkel. Bei mir fällt hier das Sonnenlicht rein. Ja, bei mir auch, aber eben trotzdem ist es dunkel. Also hier so ein Lichtstrahl. Wir Zwerge mögen es einfach eben gerne dunkel. Dass wir leben wir auch in Bergen. In Bergen bei den Fasgard-Zwergen? Ja, mehr oder weniger. Ja, das ist das Banner von Niederbach. Zu sehen, eine grüne Gegend mit der Mittelstreifen ist das Wasser. Genau, der Bach. Und die oberen und unteren Dreiecke sollen dann so die Häuser darstellen, die bewohnte Fläche. Gut, gut. Man braucht immer ein bisschen Fantasie bei so einer Flagge und auch Geschichte. Fantasie und Historie, ne? Ja. So, als nächstes kommen die, so eine kleine Wohnsiedlung. Klein, aber fein. Für die Dorfbewohner reicht's aus. Hier hast du nicht an Fackeln gespart. Nee, hier war ich ja bis zum Schluss erst noch bei und dann mit der schönen wechselhaften Bodeneinrichtung. Das zieht sich dann für alle fünf
Blöckchen hier weiter. Ja, obwohl hinten sind die Fackeln wieder ausgegangen. Nein, wie konnte mir das nur passieren? Genau, ja, und hier? Ich bin auch nur ein Mensch. Ja, und die Häuserreihe hier, die hier noch sind, das heißt hinten wird wahrscheinlich, wollte ich da hinten, glaube ich, die Taverne hinsetzen. Hinten? Ganz hinten? Hinten, genau. Das hier, ja genau, habe ich im Boden etwas anders gestaltet. Dass man sagen kann, hier unten ist dann die Fläche der Taverne. Mhm, für Schank und Speis und alles. Für Schank und oben. Genau, und oben kommt dann nochmal, wie eine Gaststätte so meistens ist, mit Schlafplatz. Das heißt, für Reisende können dann hier drinnen, wie eine Herberge, bloß eben als Gasthof, können die dann oben dann drinnen schlafen. Ja, cool. Und die anderen Häuser haben noch keine richtige Bewandtnis, aber die werden wahrscheinlich als Nutzhäuser, wie zum Beispiel irgendwo einer der Häuser kriegt noch eine Gärtnerei. Das andere wird ein kleines Lädchen, wo ich noch die Eingangsfläche ein bisschen verändere, wo man dann so einen Stand ranlaufen kann. Hier ist schon von dem Herrn Serlo, wie bei allen aus dem Wendsland, der Lebensbaum. Der wächst aber noch. Blümchen gepflanzt. Ja, der wird noch größer. Ist das ein halbes Jahr alt? Die Fichten verschwinden alle noch, das ist alles Nutzholz. Genau. Und dann geht's hier weiter. In der Mitte wird ein großer Marktplatz entstehen. Da freuen wir uns schon drauf. Wahrscheinlich mit einem schönen großen Brunnen in der Mitte. Ich muss aber auch sagen, Niederbach allgemein wird ein kleines Dorf werden. Nicht ein riesengroßes, es wird bloß ein kleines Dorf werden. Es ist ein kleines, gemütliches Dorf, was sich nicht groß ausbreitet und auch nur für Reisende aufgenommen wird und auch für die Wirtschaft ein bisschen mit ankurbelt hier in Wendsland, sprich mit Nahrungsmitteln, aber es wird nicht groß wachsen. Also von den Häusern, wie sie jetzt ungefähr sind, ist schon fast ungefähr das Maximum in der Größe. Hier hinten geht es noch ein bisschen rum und dann ist das für das Dorf auch schon die Hauptgröße erreicht. Also sprich, weiter ist dieser Weg, noch ein Haus dahinter, wird nicht passieren. Korrekt. Das heißt, das wird ein kleines, niedliches Nutzdorf, was mit sich freut über jeden Reisenden, der hier vorbeikommt. Und wenn die Taverne fertig ist, werdet ihr auch viel Spaß haben damit. Vielleicht gibt es ja noch eine kleine Brauerei. Ein Brauer hast du ja auch. Die kommt dann auch noch, genau. Genau. Mal gucken, ich habe schon eine Idee im Kopf. Eventuell wird die Brauerei als Haus unten so ähnlich wie die Unterbauten, die jetzt da drüben stehen. Und eventuell, wenn ich das hinbekomme, sieht das Obergeschoss aus wie ein Fass. Oh, cool. Was denn genau neben die Taverne hinkommt. Vielleicht kriege ich das hin, ich muss mal gucken. Wenn du dann noch so eine Fassmacherei baust, ne? So ein Fassschreiner oder wie sich das schimpft. Schreibst du dann Fass mit Doppel-Z? Ja, wahrscheinlich. Mein Name ganz auszusprechen. Man spricht ja nicht Fass mit Z, sondern man spricht es wie S. Genau. Fass, wie das Fass selbst. Genau. Deswegen. Zwerge trinken gerne, essen gerne. Und daher ist die Taverne, hätte fast als erstes hier hingemusst, aber da ich dieses Dorf nur erbaue, nicht bewohnen werde, sind meine Kriterien woanders. Cool. Ich baue dies hier nur auf und damit ziehe ich das Reich der Zwerge. Und das ist ja ein Bergstätten. Und der Fassgott wird dann ja, ich glaube, ich habe das in der Folge schon mal erwähnt, wird dann rüber nach Bergstädten mit dem Max switchen und dort dann mit ihm zusammen gemeinsam die große Zwergenstadt errichten. Genau, das Zwergendörflein existiert und genau. das Riesenzwergenreich im Berg Bergstätten ist am Gedeihen. Lasst euch überraschen. Genau. So, meine lieben Freunde, das war das Update zum September. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Und wir sehen uns dann zum nächsten Let's Show vom Oktober 2016. Was dann wahrscheinlich Anfang November veröffentlicht wird. Die Zeit vergeht schon wieder, wie im Flug. Ja, zügig. Wird schon wieder dunkel. Man steht im Dunkeln auf und geht dunkel ins Bett. Das stimmt. Bei mir ist das noch nicht so stark, aber
als Zwerg fällt mir das viel mehr auf, weil ich hier über Tage das viel mehr mitbekomme. Unter Tage ist es alles gleich. Fackel an der Wände und düster. In der Tat. Na dann, meine lieben Freunde, wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Tschüsselü.